Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdeckerfreunde. Ganz allein in einem Horrorspiel. Das kann auch nur gut enden, nicht? Ja. Und damit willkommen zurück zu The Quarry. Und ja, wir sind nicht so zweit, aber es ist kein Koop. Denn ich habe das Spiel natürlich schon im Singleplayer angefangen, deswegen beenden wir es auch im Singleplayer. Aber du bist dabei, um ein bisschen das Spiel anzugucken, denn du hast schon auch Until Dawn gesehen und die Dark Picture Spiele. Ja, aber... Ich wollte erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich habe mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Okay, das ignorieren wir jetzt. Ja, da hast du gerade drin gebadet. Oh. Und das ist Emma. Ich weiß halt aber auch so gar nichts über das Spiel. Ja, ich kann dir mal ein bisschen erklären, das ist quasi Emma, das ist die Ex-Freundin von Jake und dieser Jake ist gerade abgehauen. Ich glaube, weil ich weggerannt bin. Also ich bin der Stimme nachgefolgt, also quasi weil da jemand geschrien hat, einer von unserer Gruppe. Und deshalb bin ich halt hinterhergegangen, weil das würde man ja normalerweise tun. Ja. Die Insel ist alleine. Ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das traurig ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es... für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Da ist jemand hinter dir. Welchen Weg nimmst du? Ich gehe nach oben. Ich will nicht, dass sie weiterredet. Das war übrigens die, wo den einen geküsst hat am Lagerfeuer, wo eigentlich die eine in ihn verliebt war. Okay. Nur damit du das auch weißt. Okay, es geht weiter aufwärts. Dann mal los. Vielleicht fällt euch auf, dass dieser Weg ein Ich will nicht mitten im Wald sein. Das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, was auf euren Wegen so los ist. Doch wenn ihr nicht eine Stunde lang ich hätte, glaub, den Wald genommen. Kinderfinger zieht, dann ist das nicht authentisch. Keine Sorge, dem Zwerg geht's gut. Ich bin gut mit Kindern. Und was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Naja, ich bin jetzt ziemlich kalt, aber mir ist es relativ egal, ob die überlebt oder nicht. Die kann ich echt am wenigsten leiden von denen. Also ich versuche natürlich alle durchzukriegen, aber das werde ich eh nicht schaffen. Es sind 9 Charaktere, versuch die mal alle durchzukriegen. Ich dachte, es wären 8 nur. 8 waren es in Until Dawn. Ja, versucht ihr alle mal beim ersten Mal durchzukriegen. Das schafft wahrscheinlich fast gar keiner. Also, ist schon möglich, aber... Die mit richtig Skill. Ja, es gab viele, wo Until Dawn damals wirklich mit allen überlebt haben. Und zwar beim ersten Mal.
und die keine Ahnung haben, was passiert ist. Ja. Okay, manche haben einfach das Kapitel nochmal neu geladen. Zu schäbig. Also, buchstäblich schon zu schäbig. Und trotzdem die Aussicht, pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Zipline, vor der ich, ehrlich, so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Ich bin hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen. Und es gibt noch so viel zu bereden. Genervt oder mitfühlend? Ja, ich würde sagen mitfühlend. Hoffe, Abby ist okay. Sie ist weggelaufen. Falls ihr es nicht wisst, ich hab mit Nick rumgemacht. Aber als Mutprobe. Ich bin echt keine Bitch oder so. Oh, und als Kontext. Ach. Abby mag Nick. Also eigentlich auch gegenseitig. Ich wollte nur die Flammen ein bisschen anfachen. Ihre Flirtversuche glichen denen betrunkener Quallen. Echt schlimm. Der arme Kerl war wie gelähmt. Aber jetzt werden sie es schnallen. Ich wette, sie sind gerade draußen im Wald und lassen es sich massiv gut gehen. Ja, der eine ist infiziert. Uff. Das konnte man aber nicht verhindern, das ist immer so. Aber irgendwie hasse ich, dass die so blockt, weil es macht irgendwie eben nur noch unsympathischer. Ja, die ist allgemein mega unsympathisch. Weil ich weiß nicht, irgendwie mag ich sie dadurch nicht. Allein nur durch diese Tatsache. Also ich habe nichts gegen das Bloggen an sich, aber irgendwie macht es bei ihr so bitchig-mäßig, fühlt sie sich. Und da sind wir. Wie gesagt, ein extrem klappriges und noch unterwältigenderes Baumhaus. In einer Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Ist ehrlich. Sehr ehrlich. Falltür öffnen in der Tasche zu suchen. Oh Gott. Ich werde die Falltür öffnen. Nein, ich werde die Tasche durchsuchen. Ich beeinflusse jetzt nicht deine Entscheidung oder so. Ja. Das durchstehe ich nicht nochmal. Gibt's heute nicht zu sehen. Also nicht andere Horrorspiele, meine ich. Die Falltür nicht öffnen. Also nicht nur, weil die jetzt gesagt hat, einen grausamen Tod, aber ich würde die allgemein nicht öffnen. Vor allem, weil da schon Geräusche da oben sind. Ich würde das Hauchspiel nicht überleben. Und außerdem soll man ja die Sachen besser machen als in dem richtigen. Cool. Okay, ja, klar, warum nicht? Gut, also, ich glaube, da oben ist was. Ja, und dann mach das nicht auf. Nicht erschrecken, das kann ich euch wirklich versprechen. Jetzt mach die ja doch trotzdem auf. Ich glaube, das war gut, dass du das. Ich glaube, die hat beides gemacht oder so. Aber halt nacheinander. Ach so, aber jetzt hat sie das Elektroschockgerät da. Ja. Und deshalb. Ja. Bärenspray benutzen, Taser benutzen. Taser. Tja? Foto? Nein! Was für ein Foto machen? Blitzlicht. Foto vom Angriff, ja, okay, gut. Ja, okay, gut, ich bin noch nicht tot. Ja. Das Ding ist runtergerollt. Okay, ich hab irgendwie erwartet, dass da so ein Monster ist, aber dass da jetzt wirklich eins ist. Wieso machst du aber auch die Falltür auf? Ich hab Spray hätte einen anderen Effekt gehabt oder so. Ja, rennen oder sprühen? Rennen, oder? Ich würde jetzt rennen sagen, ganz ehrlich. Mach ich rennen? Das ist deine Entscheidung. Ich mach rennen.
Ich habe mich beim letzten Mal schon mal versucht zu verstecken und das war offensichtlich falsch. Also was ich damit sagen will, ich bin beim letzten Mal schon mal nicht weggerannt und das war falsch. Ich bin zwar nicht gestorben, aber es war falsch. Gott, ey, das ist immer so eine Folter zu warten, wann endlich das angezeigt wird. Für mich denke ich, das wäre ein Kreissymbol. Ja, ey, habe ich auch am Anfang gedacht. Falltür benutzen und Tür versperren. Deine Entscheidung. Ich Tür versperren. Nicht dein Ernst! Das geht einfach durchs Fenster! Zack! Komm, Mädel! Ich werde noch nicht in Kapitel 4 mit dem Charakter sterben. Ja, toll. Warte, was? Habe ich es geschafft? Ich hab's geschafft? Geht's mit anderen weiter? Ich hab es, er ist okay. Ernsthaft, ich werde mich nicht bei der Entscheidung einmischen. Boah, mich auch einfach. Ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Bis der wohl infiziert ist, Nick. Komm schon. Oh Mann, ich hab so Hunger. Vom Nick ist echt ein beliebter nicht, Name. Was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Kid, ich hasse Granola. Ja, das ist es. Die Kraft. Oh! Tarotkarte, sofort einsammeln. Was ist Tarotkarte? Das sind quasi die Vorahnungen. Ah. Die können wir dann einsetzen, weil wenn ein Kapitel zu Ende ist. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hol dir was zu essen. Wer sind aber die letzten zwei Charaktere? Weil das sind eigentlich nur sieben. Du, sind das vielleicht die zwei aus dem Prolog? Oh, im Gegensatz zu einem eigentlich ist das nicht echt, Mr. H's Office? Wer meinst du? Yep. Die alle anderen. Ja. Die kommen zu euch. Kapiert. Die sind alle eigentlich nett, finde ich. Okay. Optimistisch, ich hoffe, sie sind okay oder vorsichtig. Denkst du, es hat ihre Fährte aufgenommen? Oh Gott. Optimistisch. Ich hoffe wirklich, sie sind okay. Denkst du, was noch in der Krankenstation übrig ist, reicht? Caitlin weiß, was sie tut. Wirklich? Ich meine, sie war nicht mal für die Krankenstation eingeplant diesen Sommer. Sie ist nur eingesprungen, weil eine andere ausfiel. Ist besser als gar nichts. Komm schon, wir brauchen Verstärkung. Das klingt jetzt mehr auf. Aber dieser Ort wirkt so tot. Nee, ich bin jetzt sogar der einzig Vernünftige, der da... Weil... Die Entscheidung gerade eben. Achso, ja. Was? Nein, warst du? Fahr mal vor, ja? Och nö, nicht er. Wo gehst du hin? Was macht er denn? Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Warum? Oh nein. Was war das gerade eben? Ich denke, nichts Wunden. Weil da gerade so eine Stimme wieder war. Mhm. Und es ist nichts Gutes. Okay. Hoffnungsvoll, das ist gut oder paranoid, das weißt du nicht. Oh, das ist gut. Ja. So, was nun? Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo rufe ich an? Okay, gut, er nimmt das zweite Gewehr mit. Von diesem Telefon. Okay, dann 91.1. Du meinst, damit zwei Leute mit dem Gewehr. Sagt 91.1. Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Ja, man kann halt davon ausgehen, dass die Polizei halt wenigstens Knarren hat.
Das haben jetzt die Ärzte nicht unbedingt, glaube ich mal. Auch wenn wir in Amerika sind. Aber... Oh, scheiße. Krankenwagen könnte halt auch hilfreich sein, aber nicht, dass die halt direkt sterben, weil die sich nicht mal wehren können. Was würdest du machen? Ich habe gesagt, ich mische mich da nicht an. Sag einfach, was würdest du machen? Ich sage ja nicht, dass ich es mache. Krankenwagen. Ja, ich glaube eigentlich auch, weil ich denke, wir müssen den ja irgendwie heilen. Aber habt ihr auch so ein Gegengift da? So? Nein. Das ist dieses typische, man muss anders denken, als man denken würde. Das ist typisch für solche Spiele. Aber ich weiß nicht, ob es auch bei dieser Reihe ist, weil ich denke da nur an Tag Black Pictures. Ob die es halt auch extra so machen, dass wir auch ab und zu zum Beispiel andere Meinungen haben. Aber wir haben am Anfang hatten wir einen Polizisten, der ein ziemlicher Arsch war, der ein ziemlicher Psycho war. Und neugierig. Ja, daran der muss ich mich gerade auch denken. Denkst du, du solltest direkt nach einem Krankenwagen fragen oder rufst du einfach Hilfe, Hilfe? Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich, Hilfe, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen. Es waren Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Einer wurde gekidnappt von diesen Jägern mit Blut im Gesicht und es sind Schüsse gefallen. Doch nicht von uns, aber vielleicht doch von uns. Und sie haben meinen Freund Jacob vom Baum geholt. Separater Fall, lange Story. Ja, ja, das ist gut. Okay. Notfallzentrale. Was ist los? Tot. Ach, ernsthaft. Misstrauisch, komisch? Oder hast du aufgelegt? Der hat aufgelegt. Die haben doch gerade gesagt, Notfallzentrale. Hast du jetzt... aufgelegt? Wie jetzt aufgelegt? Ich weiß nicht, vielleicht bist du abgerutscht und hast dann aufgelegt. Du weißt, wie man anruft? Ja, na klar. Außer mit Handys? Und du weißt, wie man anruft? Du hast es geschrottet. Ich hab's nicht. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Ah, jetzt gehen die raus, wo, oder was? Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Nein! Du musst verrückt sein, ich lege es zurück, wenn wir gerettet sind. Ja, ich lege es zurück, wenn wir gerettet sind. What the fuck? Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind. Okay, sei vorsichtig. Ey, du warst der, wo fast ein Kumpel von dir erschossen hat. Du solltest vorsichtig sein. Okay. Hier habe ich so ein komisches Gefühl. Am warum? Diese was Entscheidung. Ich weiß auch nicht, dieses Gefühl nur. Bestimmt waren es die. Und jetzt ist natürlich das. Ja, die Bären. Bären. Und wieso sind Bären an allem schuld? Okay. Also das, hey, das ist so ein Running. Was denn der Bär, der die Leitung gekriegt hat und den Strom abgestellt hat? Was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflext. Siehst du? Ich würde mich einfach in diesem Geheimraum die ganze Zeit verstecken für die ganze Nacht. Ja, okay, ja, los geht's. Ich würde allen sagen, ey, komm, lass mal in den Notraum rein oder in den Security-Raum. Fertig. Oh mein Gott. Ja, wir bringen die am besten zu Caitlin. Du brauchst sie nicht, oder? Oder gib ihr die Waffe. Oh. Defensiv. Sie braucht sie doch nicht wirklich, oder? Sie braucht sie genauso sehr wie wir. Sie ist jetzt in der Lodge. Wir gehen da gleich eh hin. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was Gefährliches sein in der Lodge. Wann? Gerade 20 Sekunden her. Okay, sicher. Aber das war nur, weil ich endlich eine Waffe wollte. Jetzt gib ihr das Ding, Mann.
Ernsthaft jetzt? Also, was weiß ich denn? Ich würde die ehrlich gesagt lieber behalten. Ja, kommt drauf an. Hat der eine andere eine Knarre? Wenn ja, bleibt halt einfach zusammen. Weiß nicht, wer kann besser mit einer Waffe umgehen? Ich habe Angst vor dir. Und es soll jetzt nicht böse klingen. Nur weil es eine Frau ist. Es soll nicht böse klingen, aber ich habe ehrlich Angst. Ich weiß es nicht. Ich will es halt ehrlich gesagt nicht bereuen. Aber wenn der jetzt eine Knarre hat und die bleiben zusammen, haben die ja immer noch eine Knarre. Ob die sich halt aufteilen, ne? Das ist endlos, okay. Was endlos? Ja, ja. Waffe geben, komm. Ah, okay, du hast recht. Der war auch ein bisschen hektisch gerade mit der Knarre. Sei extra ja, okay, er hat eine. Okay, er hat noch eine. Okay, gut, dann ist es okay. Schreib keinen Scheck, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Dieser Dialoge, ey. Ryan gefällt deine Entscheidung. Ich störe wohl gerade. Hm? Was passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch gesagt, Waffe geben. Ja, ich habe gar nicht aufgepasst. Hä? Kopf hoch, Großer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mache ich doch gern. Ohne Witz. Was? Nein. Haggis Corians. Nein, es geht mit der weiter. Ach nö. Gott, was will ich denn machen darüber? Ja gut, irgendwas muss ich ja tun, ne? Ja, das sieht nach einem Plan aus. Okay. Und jetzt führen wir den Plan bitte ohne Probleme durch. Langsam einkurbeln, schnell einkurbeln. Langsam. Ich denke schnell. Ja, aber das Ding ist, es hört's vielleicht. Und dann klettert's hoch. Es kann nämlich klettern, glaube ich. Langsam. Mach langsam. Boah, das ist ja trotzdem laut. Das meine ich ja. Ich dachte, es wäre leise. Bitte. Beschleunigen? Fragezeichen. Ich bleibe aber langsam, ganz ehrlich. Bisher passiert noch nichts Schlimmes. Ja, leck mich am Arsch. Emma? Emma! Oh, es hat funktioniert! Das schreckt mich auch. Es hat funktioniert. Dieser Song. Selbst ich bekomme ein Herzklopfen, wo ich nicht mal mitmache. Ey, es hat funktioniert. Immer langsam. Auch das Ding. Natürlich, hätte das nicht so funktioniert. Was war das? Der Taser. Ja. Ist jetzt kaputt. Ja, hau da ab, Emma. Das war schon wieder das Kapitel. Vielleicht wäre auch beides richtig gewesen. Weiß ich nicht. Also jetzt schon so krasse Entscheidungen, ich weiß ja auch nicht. Aber ich würde sagen, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei The Quarry und ciao. Ciao.